Hallo! Tachchen! Ja, rausgekommen, zugemacht. Ich bin Uli, das ist Norm. Ja, genau, und ihr seid hier bei Politics. Mit 3x, Mit 3x, erklär mal, was ist denn das? Naja, Politics deswegen mit 3x, weil Politik und Meinung unzensiert. Ja. Cool. In your face meinst du? In your face, genau. Und wir sind die erste, wahrscheinlich erst, also vielleicht erste Late-Night-Show. Wir sind die erste. Also ich hab sehr lange nicht dafür recherchiert und ich weiß, wir sind die erste. Okay, die erste Late-Night-Show bei YouTube. Und wir haben uns einfach gedacht, Politik ist immer so ernst. Deswegen alles, was die Leute immer so ernst nehmen, wollen wir nicht ganz so ernst nehmen. Aber das, was die Leute eben nicht so ernst nehmen, das wollen wir dann mal ernst nehmen. Wenn das mal nicht ein Konzept ist, fangen wir gleich an mit dem Running Gag. Warte, nochmal. Kommt eine Frau beim Arzt! Ich glaube, die Sendung ist scheiße. Wie ihr wisst und wie wir auch wissen, Jugendliche dürfen ja meistens bei den ganz großen Themen und der ganz großen Weltgeschichte nicht so wirklich mitbestimmen, weil die können ja noch nicht und so, die sind ja noch nicht schlau genug. Deswegen haben wir auch eine Rubrik bei uns, wo ihr eure Meinung sagen könnt. Ihr habt das sicherlich mit Istanbul mitbekommen. Glaubt ihr, es geht da nur um Bäume oder geht es da schon um viel mehr? Was denkt ihr? Oh, 50.000. Alter, das waren gerade mal 20. Ich glaube nicht, dass es darum geht, wegen dem, halt, was gesagt wurde, dass es wegen dem Park ist. Ich glaube, da steckt noch was anderes dahinter. Also es gibt zwei Seiten, die für Erdogan und für Atatürk sind. Und deswegen wird das demonstriert. Ja, die Kemalisten gibt es da und die Islamisten. Ich bin ein Islamist und ich halte zu Erdogan, egal was passiert. Und ich finde, Erdogan, ohne Erdogan wäre die Türkei, hätte die Türkei nicht so wundervolle Jahre jetzt. Also die Türkei blüht gerade auf. Ich meine es ernst, die blüht gerade auf. Und ich meine, das sollten die Kemalisten jetzt sehen. Und mit sowas machen sie es einfach nur noch kaputt. Für Erdogan geht es darum einfach, dass er Geld verdient. Ihm ist Geld wichtig. Ist so. Erdogan hat ein paar Sachen gemacht, die für Atatürk nicht gut war, also die Atatürk-Leute nicht gut war. Weil der Erdogan sich einfach widerspricht, der sagt wiederum, der sagt zwar, dass man jetzt die Wirtschaft ankurbelt und dann tut er es doch nicht und dann auch irgendwelchen mit dem Volk, dass er sagt, dass er, dass die Kurden und die Türken halt Brüder sind und auch sind die doch nicht und dass er doch nicht will, dass die halt, dass die Kurden in der Türkei leben und ganz viele andere Sachen. Ja, und Erdogan, der will halt den Menschen in der Türkei wieder mehr Moral geben. Der hat ja auch schon sehr scharfe Gesetze gegen, also sehr scharfe Alkoholverbote verhängt. Und dagegen protestieren natürlich auch vor allem diejenigen, die Alkohol konsumieren. Ja, das ist völlig klar, aber meiner Meinung nach ist es bescheuert, da Alkohol in großen Mengen zu konsumieren. Ich finde es gut, was Erdogan da macht, wenn er da sehr repressiv dagegen vorgeht. Erdogan sagt zwar, dass er für Atatürk ist und danach will er doch die Scharia dazu wieder hinzufügen. Also sprich wieder, dass das Land wieder Richtung Islam gefolgt wird, aber... Türkei war schon immer islamisch. Also es gibt eigentlich kein Land. Es heißt nur Türkei. Es ist immer noch ein osmanisches Reich. Es ist für mich osmanisch. Es ist für mich islamisch. Wenn die Leute tatsächlich wollen, dass Erdogan weg ist, Beispiel, nächstes Jahr gibt es Wiederwahlen. Dann sollen die wählen. Was die Polizei macht, finde ich selber nicht gut, weil klar, die müssen das tun, was der Erdogan sagt, aber ich weiß nicht. Das finde ich nicht richtig. Das ist einfach dumm. Also das ist sein eigenes Volk und einfach mit Tränengas und mit Jobs einfach da ist nicht okay, was sie machen. Also das wird jetzt wie ein Krieg sein und das ist wirklich sehr schlimm. Ja, es wird noch bald eine Revolution geben, auf jeden Fall in der Türkei. Es wird nicht hier aufhören. Das ist nur der Anfang. Puh, das scheint ein ganz schön schwieriges Thema zu sein. Wie wir gerade mitbekommen haben, die deutschen Türken sind viel für Erdogan, aber auch mal gegen Erdogan. Was die Polizei macht, findet überhaupt keiner gut. Ja, und da können wir uns nur anschließen. Wir sind dafür, dass alle Bevölkerungsgruppen in Frieden miteinander leben. Und wir hoffen, dass auch weiterhin die Leute dort gehört werden und sich doch vielleicht ein bisschen was verändert. Alter, ich glaub's nicht, Mann. Immer passiert irgendwas mit dieser Welt und den Menschen, Mann. Es ist jeden Tag was anderes. Es ist echt langsam zu krass. Ey, das, was in der Türkei abgeht, ist genauso schlimm wie... Die
die erschütterndste Nachricht der Woche. Die erschütterndste Nachricht dieser Woche kommt aus Georgien. Und zwar wollten dort ein paar Homosexuelle, ganz genau Schwule, für die, die das hier auch immer noch nicht kapiert haben, auf die Straße gehen und dort für ihre Rechte, zu Recht, demonstrieren. Dabei hat sich das andere Volk da gedacht, nee, finden wir scheiße, das sind Schwule, so, die sind kacke, weil, deshalb. Und haben eine Gegendemonstration veranstaltet. Total friedlich. Guck mal hier. Ist das euer Ernst? Verschiedene Kulturkreise, verschiedene Ansichten und so weiter. Und Menschen brauchen einfach immer viel zu lange, um sich an irgendwas Neues zu gewöhnen. Aber ganz ehrlich, kommt euch diese Szene nicht irgendwie wie aus einem Zombie-Film vor? Kommt einfach mal klar, ja? Wir sind für Akzeptanz, für Toleranz und für Gleichberechtigung, egal wen du liebst. In Georgien, in Deutschland und everywhere. Und hey Norm, was machst du denn da eigentlich? Ich mach mich fit, damit ich den Homosexuellen in Georgien helfen kann. Das geht nämlich gar nicht klar, die Pisser. Aber dafür gibt's doch den Super Erwin. Wer ist das denn? Du weißt nicht, wer Super Erwin ist? Dann, dann, da! Super Erwin, der alles erreicht hat in seinem Leben, weil er so gut Natürlich bin ich eine Frau, was soll denn die Frage? Doch, versteht's? Also, bitte, ich brauche unbedingt Hilfe, mein Sohn. Der spielt die ganze Zeit dieses Lord of Warcraft oder so. Seit Ewigkeiten und ich kann einfach nicht mehr. Bitte, helfen Sie mir. Hallo, meine Styler-Meilers und noch die Styler-Meilers werden wollen. Hier ist wieder Super Erwin und wir besuchen jetzt den Fred. Der Fred ist schon seit 5 Jahren World of Warcraft abhängig und wir befreien ihn jetzt davon. Da ist er, guck da. Hallo Fred. Fred, er hört mich einfach nicht. Digga, Mann, scheiße, Digga. Er steckt mitten in einem PvP und er sieht gerade danach aus, dass er verliert. Fred, ja, hallo. Fred. Fred. Okay, wir müssen zu härteren Mitteln greifen. Es hat funktioniert. So, der Fred ist auch endlich mal nach 5 Jahren mal wieder auf Toilette. Und Erwin! Oh, er ruft gerade meinen Namen. Ich glaube, er braucht meine Hilfe. Soll ich dir den Po abwischen? Ein bisschen Intimsphäre, wenn ich bitten darf, ja? Ja. So, Fred, komm. So, Fred. Da geht's auch mal gleich weiter. Ja, Darf ich schon eigentlich wieder zocken? So, Fred, jetzt kommst du mal raus hier. Ah, der Fred hat schon seit einer gewissen Zeit kein Sonnenlicht mehr gesehen. Und daran muss er sich erstmal gewöhnen. Jetzt komm doch mal hoch hier, jetzt hab dich nicht so. Guck mal, nimmst du meine Sonnenbrille. Dann sieht die Welt auch schon wieder ganz rosig aus. So, Fred, ich glaube, zu guter Letzt brauchst du einfach noch mal ein paar richtig coole Freunde, so, ja, um richtig durchs Leben durchzustarten. Ja. Guck doch mal hinter dir, da sind 3 nette Typen, mit denen kannst du noch mal quatschen. Meinst Los, ich? Bau mal Kontakt auf. Danke. Komm, danke. Fred. Mach's gut, Juhu. Tschüss. Ja, ich freue mich wieder, einen weiteren armen, jungen Menschen geholfen zu haben. Und ja, wenn ihr auch Lust habt, dass ich euch mal ein bisschen supporte, dann ruft doch einfach an. Ja, dann komme ich vielleicht auch zu euch. Macht's gut. Euer Super-Erb. Ja. Okay, die Regie hat gesagt, wir haben noch 20 Sekunden, wir müssen schnell die Abnahme machen. Wir hoffen, dass euch die Sendung gefallen hat. Mehrere Infos unter www.duhastdiemacht.de. Ja, und ihr findet uns auch auf Facebook, Twitter und könnt auch gerne kommentieren hier bei YouTube. Tschüss. Wow, für das Format wurden jetzt 50.000 Euro ausgegeben. Cool.